Geschätzte Präsidenten, geschätzte Gäste, geschätzte Kollegen, Referenten, liebe Frauen und Männer, geschätzte Bauern. Zuerst besten Dank für die Einladung und die Organisation des heutigen Anlasses. Ich habe den Auftrag bekommen, aus meiner Sicht zu der künftigen Agrarpolitik etwas zu sagen. Und auch die Auflage, 5 bis 10 Minuten, ist relativ kurz. Ich werde mich probieren, kurz zu fassen, weil wir natürlich auch noch diskutieren über die ganze Angelegenheit. Das Erste, was uns bedrückt, ist natürlich das landwirtschaftliche Einkommen. Die Einkommenssituation in der Landwirtschaft ist nach wie vor unbefriedigend und die Einkommen sind wieder gesunken in den letzten Jahren. Und wenn wir den Arbeitsverdienst noch anschauen, neben den landwirtschaftlichen Einkommen, die hier jetzt ausgewiesen sind, pro Arbeitnehmer in der Landwirtschaft, haben wir keine vergleichbare Entschädigung in der Landwirtschaft wie im übrigen Gewerbe und sogar bei den Lohnbezügern. Und das ist etwas, das natürlich auch dazu führt, wenn man sieht, wie das Berggebiet aussieht, dass eigentlich der Nebenerwerb nicht mehr freiwillig ist, sondern muss gemacht werden, um überhaupt die Existenz der Betriebe zu sichern. Nächste Folie. Die Preisschere. Ich habe in meinem Vortrag gesehen von der Fenelco, dass man gar nicht so eine grosse Preisschere hat. Und jetzt, ich habe die Zahlen von Agristat jetzt vorgenommen. Und man sieht, dass die Preisschere zwischen den Konsumentenpreisen und die Preise der Produzenten in den letzten Jahren eben massiv ist auseinandergegangen und die Marge in den Zwischenhandel ist geflossen. Ich mag das denen gönnen in den Zwischenhandel. Aber der Bauer hat nicht mehr das, dass er die Existenz des Betriebs sichern kann. Das ist Konsequenz oder der Auslöser von dem, dass die landwirtschaftlichen Einkommen eben nicht mehr stimmen. Und der Durchschnittsbetrieb ist im Durchschnitt, geben wir, der Heinz hat gesagt, der von der Avenue Suisse, der Dünner, dass man zu viel für Nahrungsmittel ausgeben in der Schweiz. Wir sind das Land, das pro Haushalt am wenigsten Geld für Nahrungsmittel ausgibt. 6%. In der EU ist es über 10%. In anderen Ländern noch viel höher. Also kann man doch nicht sagen, dass wir als Landwirtschaft zu teuer produzieren, wenn Nahrungsmittel 6% ausmachen vom Haushaltsbudget. Also das ist fast eine Frechheit, eine solche Aussage überhaupt zu machen. Dritter Punkt, nächste Folie. Das ist der Selbstversorgungsgrad. Hier haben wir auch die Situation, dass der massiv abnimmt. Sinkt so unter 50%. Bei den tierischen sieht es besser aus als bei den pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und hier erinnere ich mich daran, wir haben den Artikel 104 angenommen. Das Volk hat zugestimmt und gesagt, der Selbstversorgungsgrad muss gesichert werden. Wir wollen nicht 100%, aber es muss etwas anderes passieren. Der vierte Punkt, Administration. Die zunehmende Welle von Administration, wenn man das anschaut, in den letzten Jahren hat man immer das Ziel gesetzt, agrarpolitisch die Administration muss sinken. Was ist passiert? Genau das Gegenteil. Und jetzt ist auch das Digiflux, wie das Damoklesschwert hängt über den Bauern, nicht mehr ganz so schlimm. Ich bin froh, dass das BLW dort hat, eine Lösung aufgezeigt hat, wie man einfacher werden kann gehen, dass es nicht der Aufwand wäre, den wir haben. Aber man sieht, was auf uns wartet, wenn wir dann noch den Pflanzenschutz oder die Umsetzung von parlamentarischen Initiativen gesehen. Nächste Folie haben wir natürlich dort auch wieder eine Auflage mit dem Verordnungspaket 24 oder vielleicht schon in den Tag geschaut. Der fünfte Punkt, die Auflagen. Wir bekommen sehr viele Auflagen, aber sie werden nicht abgehalten. Wir sehen, das sind mühsvoll, ganz extrem, Energie, Pflanzenschutz, Bearbeitung und so weiter oder sogar noch eine Verpackung, die man muss machen muss, wird nicht abgehalten. Wird eigentlich verlangt und nicht umgesetzt. Ich habe hier das Beispiel Schleppschlauch. Eine Rieseninvestition für Betriebe, kriegt kein 5 mehr für das Produkt. Gar nicht. Oder die ganze Auflage Biodiversität. Die Entschädigungen decken den Aufwand nicht ab. Wenn man noch müsste alles gejätten, wo die Pizzen verursachen, gejätten, die dann auch wieder andere Kulturen belasten. Der vierte Punkt ist die ganze Düngungsauflage mit dem Gewässerschutz, den wir drin haben. Und Pflanzenschutzmittel, die zum Teil nicht vorhanden sind durch die Kulturen. Gesund zu erhalten. Das ist die Situation, die wir haben. Dann kommen wir als letzten Punkt, das sind die Labels, die wir natürlich freiwillig mitmachen, dass wir einen besseren Preis probieren zu erzielen. Aber wir stellen fest, dass wir auch dort nicht immer den Preis bekommen, den wir eigentlich brauchten, für den Aufwand, den wir haben, für das Label zu erfüllen. Und diese Situation ist völlig unbefriedigend. Jetzt haben wir, nächste Folie, die Zeitenwende seit dem Ukraine-Krieg. Und dann gibt es einfach andere Prioritäten. Das Wort Zeitenwende ist übrigens nicht vom Scholz. Das Wort Zeitenwende hat unser EDA schon im Jahr 2022 vor dem Krieg gebracht, aufgrund von der Akzentierung auf den östlichen Raum, China, Russland, BRIC-Staaten,
das Monopol hernehmen, wo Europa irgendwie weniger wichtig wird und die eigentlich den Kampf führen gegen die USA und das auch auf Nahrungsmittel natürlich eine Auswirkung hat. Und mit dem Ukraine-Krieg ist der auf den Tisch gekommen, was eigentlich passiert, wenn gewisse Länder Nahrungsmittelhandel probieren zu unterbinden, was das eigentlich bedeutet. Wir haben auf der Welt über 800 Millionen hungernde Leute. Das ist noch ein bisschen veraltet, die Zahl hier drauf. Die sind in den Regionen asiatischer Raum, Afrika, aber auch in Mittelamerika. Leute, die müssen Hunger haben. Und in der Schweiz tut man Fläche ausscheiden, die man nicht mehr produzieren. Da muss man auch zuerst darüber nachher studieren. Die Deutschen haben da sofort bemerkt und gehandelt. Ich hoffe, sie sehen in diesem Sinn auch umgesetzt. Also, wir müssen handeln. Der Selbstversorgungsgrad steht wieder im Zentrum von der ganzen Denkweise für unser Land, wo es geht um die Unabhängigkeit von der Nahrungsmittelversorgung von unserer Bevölkerung. Das ist ein Auftrag von der Landwirtschaft, den sie muss erfüllen können. Das kann sie nicht erfüllen, wenn sie Flächen aus der Produktion nehmen muss. Wie sehe ich den Sollzustand? Wie sollte der aussehen? Ich möchte zuerst auf die Werte und Grundsätze der Schweiz eingehen, gemäss Bundesverfassung. Freiheit, Unabhängigkeit, Sicherheit und bewaffnete Neutralität. Was bedeutet das? Ja, in der Schweiz, die direkte Demokratie, das wir unsere Freiheit wahren, wir haben keine Knebelverträge, wir reden hier vom Rahmenvertrag. Der Schutz von Land und Bevölkerung vor Angriff, hier ist die Armee zuständig, aber auch das Fettball und die Polizei, der Grenzschutz ist zuständig. Und der dritte Punkt von der Sicherheit, Versorgung von der Bevölkerung in Zeiten der störenden Zufuhr. Es geht um Energie, Rohstoff, Medizin und Nahrungsmittel. Und das ist ein Auftrag, der da ist. Nächste Folie. Und hier müsste sich der Bundesrat sich auf konzentrieren darauf, was ist der Hauptauftrag des Bundesrates? Das ist die Sicherheit. Zu dieser Sicherheit gehört die Versorgung, Schutz von militärischen, terroristischen Angriffen, Schutz von Kriminalität, Mafia, habt ihr auch schon gehört jetzt, wir haben Betrug, Diebstahl und so weiter. Die Rechtssicherheit in unserem Staat ist wichtig und die Versorgungssicherheit. Also, man muss Prioritäten setzen und Finanzströme so umleiten, dass die Prioritäten richtig erfasst werden können. Und das wäre der Auftrag vom Gesamtbundesrat. Einzelvorstösse aus dem Parlament sind immer parteipolitisch gefährdet und werden dann den Parteien zugewiesen. Darum findet man keine Lösung bei der Armeefinanzierung. In der Landwirtschaft haben wir bis jetzt das Glück gehabt, wenn wir Einigung hatten, haben wir das durchgebracht und das schon dank der grossen Lobbyarbeit vom Bauernverband. Das werde ich hier mal erwähnen. Nächster Punkt. Das ist, die Agrarpolitik 2030 muss folgende Zielsetzungen verfolgen. Erstens, der Grenzschutz darf nicht abgebaut werden. Wir haben hier zum Beispiel eine Motion, die ich zusammen mit meinen Kollegen vom Bundesverband gemacht habe, dass wir Phasenaktualisierung machen, eine Phase, wo der Importstopp da ist, vergrössern. Im Durchschnitt haben wir das erreicht, das ist so ein Verordnungspaket, und dort hat das Bundesamt für Landwirtschaft unterstützt, da wird ja auch besten Dank sagen, Christian, auch für und ich hoffe, dass das so durchkommt und das wird dann die inländische Produktion verbessern. Zweiter Punkt. Preisbildung muss durch den Bund wieder überwacht bzw. an Branchen übertragen werden und kontrolliert werden. Wir stellen fest, die Preise, die hier uns zum Teil geboten werden, über die sogenannten Händler, auch wenn man die Preisansprachen hat, die sind nicht korrekt. Und hier haben wir genau den Punkt, den wir stossen müssen. Wir haben hier zum Beispiel für die fairen Preise die Motion Nicolet, wo der SMP Umsetzung ist. Der Stefan Hagenbach, auch dir besten Dank für die Umsetzung. Und dort werden wir so etwas erwarten, zum Beispiel für einen Milchpreis. Dann zusätzliche Auflagen müssen über den Preis oder das Produkt können abgeholt werden. Das heisst, wenn wir Anbaudüngung, Wasserschutz, Energie oder Labelauflagen haben, brauchen wir die Entschädigung, wenn wir den Aufwand haben. Bio-Bauern wollen die Entschädigung auch für einen Mehraufwand für die mechanische Bearbeitung. Dem sagt man wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und das ist wahrscheinlich das Wort, das wir müssen in den Mund nehmen müssen, wenn wir die Agrarpolitik 2030 diskutieren. Wenn wir etwas leisten, muss das über das Produkt abgegeltet werden. Es kann nicht sein, dass man Auflagen macht und der Bauer nicht mehr überkommt. Das geht nicht. Und das ist ein wesentlicher Punkt für mich, wo man muss den Markt in die Pflicht nehmen muss. Und die Abhängigkeit von den Direktzahlungen, wenn das funktioniert, kann einfach reduziert werden. Und das ist ja eigentlich unser Ziel. Je mehr dass wir abhängig sind von Bundeszahlungen, umso mehr redet Politik in die Landwirtschaft ein. Und das müssen wir reduzieren. Der nächste Punkt.
Brutto-Selbstversorgungsgrad. Für mich wäre das Ziel 60%. Das wäre auch realistisch. Wie kann man das erreichen? Wie kann man es erreichen? Ich habe hier ein paar Punkte aufgelistet. Das ist der Schutz vom Kulturland. Dann müssen wir auch das Waldgesetz lockern. Ihr wisst, die Waldfläche wächst und wächst und wächst. Und ihr könnt gar nichts machen gegenüber dem Kulturland. Das Kulturland ist viel verletzlicher als der Wald. Also wir müssen dort irgendeinen Kompromiss finden. Und der nächste Kompromiss, der gesucht muss werden, wenn die Autobahnen kommen, wenn wir dann nicht einen Satz Ausgleichsflächen auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche, dann kann man vielleicht auch die Waldfläche für das brauchen. Das haben wir nämlich schon beantragt im Parlament, wo der Bundesrat Röstlich gesagt hat, wir das genau anschauen. Forschung, Ausbildung, neue Sorten, Digitalisierung. Digitalisieren vor allem auch im Einsatz von der Pflanzenschutzmittel. Wenn wir das durchsetzen können, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, punktuell gut zu bekämpfen, ohne dass wir einen Ertragsverlust haben. Da kann man den Selbstversorgungsgrad verbessern. Dann Saatgutdünger und Pflanzenschutzmittel. Man muss den Anbau nicht verhindern, man muss den Anbau ermöglichen. Wenn man Wirkstoff streicht, braucht man Alternativen. Nicht einfach streichen, ohne Alternativen. Das können unsere Kulturen nicht fehlen. Wasserversorgung, Energie und Infrastruktur, ich glaube, von Bewässerung ist klar. Food Waste, Aktionsplan, Lebensmittelverschwendung. Heute ist gerade ein Beitrag gekommen, heute Morgen, ihr gehört. Primär wird in den Haushalten Food Waste gemacht. Aber ich kann das sagen oder sogar beruhigen, wenn eine Krise kommt, das wird sofort reduziert. Dann werden auch abgelaufene Nahrungsmittel gegessen. Also das macht mir nicht so Sorgen. Und der Food Waste auf dem Feld, was passiert, wenn wir jetzt da nicht alles ernten oder Erdausfall haben, das ist nicht so gross und für mich nicht so relevant. Was wir mehr müssen können machen, ist natürlich verfeuerte Gurken oder Herdöpfe und so weiter auch können verkaufen. Das ist ein anderes Problem, das wir haben, das wir eben die Auflagen machen. Dann das Konsumverhalten, mehr Direktverkauf natürlich, keine unnötigen Freihandelsabkommen, also keine Importförderung. Und die Direktzahlung für die Versorgungssicherheit nicht senken, erhöhen. Das erhöht den Selbstversorgungsgrad und nichts anderes. Und der letzte Punkt, das ist administrativer Aufwand, Betriebsanerkennung. Warum muss man alle Jahre eine Kontrolle durchführen? Ein Betrieb kann doch anerkannt werden, kann man 5 Jahre, vielleicht auch 10 Jahre, der Betrieb ist anerkannt und dann werden nur noch die Labels kontrolliert, die müssen kontrolliert werden. Man kann schon Stichproben machen, aber das würde den Aufwand extrem senken. Und eine einfache Umsetzung von den Gesetzen, Digiflux, sind wir jetzt dran. Fachbewilligung, Pflanzenschutz, haben wir einmal angeschaut. Das wird hier eine Riesensache sein für solche, die noch spritzen wollen. Dort sind wir auch dran, dass das möglichst einfach umgesetzt wird. Es gibt noch ganz andere Beispiele, die den Administrativaufwand eben senken können. Und als ganz letzter Punkt, das ist die Wertschätzung der Arbeit der Bauern. Wir wissen, dass der Rückhalt der Bevölkerung eigentlich gut ist. Das haben auch die Abstimmungen gezeigt. Aber wenn ich die Preise anschaue und für Produkte bekomme, das ist nicht die gleiche Situation. Das ist eben keine Wertschätzung. Wertschätzung der Arbeit heisst, dass man das Produkt zu dem Preis verkaufen kann, das man so hat produziert und etwas verdienen kann, das man den Betrieb existieren kann. Nicht nur die Kosten decken. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Voilà! Besten Dank für die Aufmerksamkeit.